Hey, es ist Dani von der Einsamkeit.de und heute verrate ich dir, wann du aufhören solltest mit dem Lernen für eine Klausur und wann nicht. Okay, das ist eine weitere Frage, die ich per Mail bekommen habe von meinen Coaching-Teilnehmern in meinem kostenlosen Online-Coaching. Und die Frage ist, Andi, wie viel soll ich eigentlich lernen? Sprich, wann weiß ich, ob ich vorbereitet bin oder nicht? Und dafür gibt es meiner Meinung nach ein paar tolle Indikatoren und vor allem einen ganz, ganz geilen Trick, den du anwenden kannst, um wirklich perfekt auf eine Klausur vorbereitet zu sein, diese auch mental bereits abzuhaken und ganz gechillt da reinzugehen. Und erstmal zur Frage, wann bin ich soweit, dass ich definitiv fertig bin? Es gibt ein Signal, das dir wirklich verrät, ob du soweit bist mit der Vorbereitung oder nicht. Und das ist, wenn du dich vor der Klausur, eine Woche vorher meistens am besten, mit anderen zusammensetzt in einer Lerngruppe, ja, und das Ganze mal durchsprichst und durchgehst, und wenn du dann die Person bist, die alles erklären könnte und auch aktiv den anderen Leuten wirklich auch erklärt, dann weißt du einfach, dass du soweit bist, denn dann hast du die Rolle gewechselt vom Schüler zum Lehrer gewissermaßen. Du bist die Autorität, du kannst anderen alles beibringen und auf diese Art und Weise kannst du wirklich sicher gehen, dass du wirklich sehr firm und fest im Stoff einfach auch drin bist. Hat einen netten Nebeneffekt, wenn du so lernst und anderen Leuten das beibringst, dass du es nochmal sehr gut wiederholst auf eine ganz andere neue Art und Weise, ja, durch soziales Lernen. Und die andere Person, die es nochmal erklärt bekommt, lernt das Ganze nochmal durch ganz andere Kanäle, als wenn sie selber daheim nur rumsitzen würde. Also, das ist mein Zeichen, um rauszubekommen, dass es soweit ist. Und der nächste Punkt ist dann, wann sollte man aufhören zu lernen? Ja, denn wenn du soweit bist, die Frage, machst du trotzdem noch weiter bis kurz vor der Klausur, ja, bis eine Nacht vor der Prüfung? Und da habe ich eine weitere super Antwort für dich, die du machen solltest. Und zwar solltest du mindestens 3 Tage, ja, vor der Klausur, wenn du wirklich fertig bist, wirklich firm bist, einfach erstmal nichts mehr machen, ja, einfach abhaken. Und du solltest 3 Tage vor der Klausur hingehen und bereits damit anfangen zu lernen für die nächste Klausur. Ja, warum macht man das? Nun, wenn du bereits sagst, gut, alles klar, das ist für mich abgehakt, das Thema, ja, ich habe jetzt immer eine Übungsklausur jeden Tag gemacht und so weiter und so fort, ich hake ab, ja, ich lerne nichts mehr Neues und vielleicht mache ich nur eine Übungsklausur, eine Stunde am Tag oder so, noch die 3 Tage vor der Klausur, aber ich lerne nichts mehr Neues, ich gehe nur die Übungsklausuren durch und ich fange schon mal einen neuen Stoff an zu lernen für die nächste Klausur, die noch folgen, obwohl die Klausur noch gar nicht fertig ist, die da vorkommt, dann gibst du deinem Kopf das Signal, okay, das hier ist abgehakt. Das ist bereits Formsache. Und wenn du im nächsten Stoff schon wieder drin steckst, ja, dann machst du dir um den Gedanken und das alte Ding ist längst irgendwo da hinten, ja, ist Formsache, ist abgehakt, da bin ich firm drin, das ist mir egal. Und der neue Stoff ist relevant, dann ist es so in der Klausur, dass du weißt, das hier kann ich ja, das hier vorne ist das, was mich momentan beschäftigt, das hier ist schon gesetzt, ja. Und du gehst da locker, entspannt rein, kannst den Stoff abrufen, meistens auch ohne Blackouts. Und siehe da, die Klausur läuft sehr, sehr einfach, meistens super easy durch und du bist komplett frei mental, hast keinen Stress, hast keine Nervosität, weil du bereits, wie gesagt, in Zukunft gerichtet bist und das andere ist für dich schon Vergangenheit und deswegen kannst du damit ganz leicht in der Klausur auch umgehen. Das ist auch ein toller Ratschlag für Leute, die öfter mal Blackouts haben oder einfach Nervenbündel sind in der Klausur. Und falls du weitere Tipps dieser Art haben willst, ja, falls du ein ganzes System kennenlernen willst, für Techniken, die wir einfach zusammenwirken auch, dann melde dich hier oben an zu meinem kostenlosen E-Mail-Coaching auf einsamkeit.de, abonniere meinen Channel für weitere Videos und falls du Fragen hast, die ich für dich klären soll, dann schreib diese einfach hier drunter in die Kommentare und ich werde sie in einem meiner nächsten Videos aufgreifen und intensiv beantworten. Das war's für heute von mir. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.